Hallöchen Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Hisui Kamezin Purpur Battle. Wir haben heute am Stissel ein wundervolles Team, welches wir mal gucken, wie gut wir performen lassen können. Ich überlege, ob wir mit Sekleiser leaden, um einfach zu gucken, was er macht. Und dann einfach ganz gediegen durch den Wahlschall schon mal den Delegator passen können. Und dann kann ich nämlich einfach darauf reagieren, womit er leadet. Kann ein bisschen gucken, was wir machen wollen. Ich bin noch am überlegen, ob wir Eternatus sogar recht früh reinbekommen wollen, weil die Giftspitzen, die sehen eigentlich schon saftig aus, muss ich gestehen. Ich meine, das trifft 5 von diesen Pokémon. Das ist eigentlich nicht verkehrt, ne? Das ist eigentlich nicht verkehrt. Und dann schauen wir mal, was wir noch so treiben. Schau ich mal. Schauen wir mal. Also ich habe jetzt nicht so viel Setup dabei. Kalyrex Shadow ist natürlich ein nices Setup-Mon, was man benutzen kann. Es kommt Dialga im Lead. Das dachte ich mir ein bisschen, dass da maybe eine Trick Room Engine an den Tag kommen kann. Nicht muss, aber kann. Und ich würde jetzt einfach mal direkt auf den Schwanzabwurf gehen. Und würde dann Groudon, I guess, reinschicken. Der könnte, ich glaube es zwar nicht, aber langsamer sein als Dialga. Es würde mich zumindest wundern, wenn der das wäre. Sordale. Ha, oder schicken wir wen anders rein? Also der hätte noch Erdkräfte, aber da leider kein Callmind. Das wäre es ansonsten nämlich. Hier haben wir jetzt auch nicht so den heißen Scheiß drauf. Nee, ich denke, es muss halt Groudon reingeschickt werden. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich am Anfang machen wollte. Also Groudon mit dem Sub reinzubringen. Aber ist, denke ich, auch erstmal in Ordnung. Schauen wir mal. Es kommt ein Eisstrahl sogar direkt. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Aber wir stecken den Schlag erstmal weg und der Delegat hört auf. Ich dachte eigentlich, es kommt jetzt hier den Bizarro-Raum. Schade. Ich glaube, wir gehen aber trotzdem einfach auf die Abgrundsklinge, oder? Ja, gibt keinen Grund, das nicht zu machen und die Jäger wegzuhaben. Würde ich ja miese Brise fühlen. Auch wenn Tarnsteine geil wären. Aber da wechselt ja jetzt auch nichts in die Abgrundsklinge rein. Also, eigentlich. Wir sind hartes Wesen, Full Attack Groudon. Das zwiebelt ja anders. Es kommt ein Draco. Okay, der wird auch zwiebeln. Aber den leben wir. Und solange wir ihn jetzt wegzwiebeln, ist alles gut. Abgrundsklinge kommt. Wunderbar. Batsch. Und ich sage, ein gewone-shottetes Origin Dialga ist ein gutes Dialga für mich. Ich weiß, wir haben Groudon dafür quasi so gut wie dead. Aber ich glaube, das ist okay. Wir kriegen jetzt keine Tarnsteine. Das ist ein bisschen doof. Aber hey, wir kriegen auch kein Trick Room. Und ich glaube, das wäre auch ungeil gewesen. Wir können natürlich gucken, ob wir mit Mopex nochmal irgendwie Groudon reinbekommen. Aber da schauen wir mal lieber. Ich glaube, das mache ich lieber anderweitig. Und gebe da dem anderweitig was mit. Jetzt bin ich gespannt, wer reinkommt. Das Problem ist, er hat auch so Paleosynthesis-Kram von Traumfugil. Das Hisui Tornapto ist ja auch da. Davor habe ich Respekt. Und es kommt einfach Koraidon rein. Okay. In Shiny. Der sieht so geil aus. Das ist der Wahnsinn. Ja. Switch-ins, Freunde. Switch-ins sind immer so eine Sache. Also in die Kampfattacke könnte ich was reinwerfen, als auch in die Drachenattacke mit Arceus Steel, aber auch nicht so viel. Ich glaube, eigentlich hat er keinen Drawback dabei, jetzt einfach einen Dragon Move zu drücken. Ich glaube, wir gehen einfach mal auf die Donnerwelle. Ich glaube, Groudon bringt mir hier nichts mehr. Er geht auf eine Kehrtwende. Hui, das ist praktisch. Weil ich sag ehrlich, er hätte eigentlich Drachenklaue for free drücken können und dann halt mit der Kampfattacke nachsetzen. Deshalb wundert es mich, dass er das nicht macht. Aber ich sag jetzt ein gepaartes Pike hier. Ist ja mega geil. Dann kriege ich auch noch Tarnsteine oder noch eine Abgrundsklinge raus. Ist halt die Frage jetzt, was wir noch rausholen. Aber ich überlege sogar eher auf die Abgrundsklinge zu gehen. Weil ich glaube, das könnte mir... Also der Damage-Output ist halt geil. Andererseits natürlich auch der Chibichi-Chap-Damage. Oh, gerade wegen dem Tornapto, nevermind, ich will Tarnsteine noch rausbekommen. Damit der angeditscht ist und nicht mit Scarf-Eruption da böllert ohne Ende in der Sonne. Das ist, denke ich, etwas, was ich appreciate. Und es kommt Raumschlag, leider kommt er durch die Para. Wäre natürlich auch nochmal geil gewesen, wenn er nicht durch die Para gekommen wäre. Aber hey. So, und jetzt ist die Frage, gehen wir in Calyrex Shadow? Oder gehen wir in Arceus Steel einfach? In Eternatus, hau eine Dynamax-Cannon raus. Weil da habe ich ein bisschen Angst, dass ich meinen Draco misse.
Da wäre natürlich auch ein Ränkeschmied geil, vor allem mit Diebeskuss zusammen. Sollen wir das vielleicht machen? Vor allem in der Sonne ist ja auch die Wasserattacke schwächer. Ich glaube, wir können in Calyrex hier gehen. So, und jetzt überlege ich nicht, dass ich einen Fehler mache, weil der könnte halt saugut sein. Hat er eine Prio-Attacke? Nein. Er hat auch eigentlich nichts, was zwangsweise schneller ist als ich. Ich würde direkt Terra Fee gehen und Ränkeschmied machen. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Und dann können wir uns mit Diebeskuss wieder hochheilen. Ich hoffe, er bringt mich nicht auf den Sesh, dass wir den maybe reaktivieren können. Und dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Dann schauen wir mal, wie unser Reiter hier performen kann. Maybe kriegen wir ja auch sogar die Vollpara. Dann sowieso bombastisch. Okay, sie kriegen sie nicht, aber er geht auf Raumschlag. Geil. Geil, geil, geil. Und das Sonnenlicht ist jetzt wieder weg. Wunderbar. Ich weiß gar nicht, ob Diebeskuss oder Astralfragmente nicht trotz allem stärker ist. Weil Diebeskuss hat nur 50er Base Power. Ich glaube, die Astralfragmente sind da trotzdem stärker. Dann feuern wir die mal ab. Wir sind plus 2, sobald wir einen Kill bekommen. Also, das könnte hier potenziell schon ein GG sein. GG ist Calyrex. Und Palkia ist weg. Ich glaube, das ist gefundenes Fressen hier an dem Punkt mit Tarnstein und alles. Wir haben ja noch den Fokusgurt auch noch. Das schaut gut aus. Also ein Scarfer wird es uns noch ein bisschen verbauen. Das wäre noch das größte Problem. So, wenn er zwei Walschall-User hat. Ich kann mir vorstellen, dass Coraidon maybe den Walschall trägt. Dann müsste er. Aber auch da, Coraidon hat nicht die beste Coverage gegen Calyrex, also gegen Feen-Pokémon. Er hat halt so Drachenklaue, Kampfattacke, Flammenblitz, Kehrtwende, I guess. Und da kommt auch Coraidon. Perfekt. Das bedeutet, ich würde jetzt hier direkt den Diebeskuss einsetzen. Weil damit besiegen wir den. Das ist eine Vierfachschwäche. Und dann, also eigentlich, also wir sind halt in einer grandiosen Position. Er geht auf Flammenblitz. Ja, das wird scheppern. Bringt uns auf den Sash runter, leider. Und das Problem ist, wir können uns jetzt hier leider nicht wieder komplett hochheilen. Und er ist auch gescarft, was wir ja auch hier sehen. Aber immerhin kommen wir nochmal auf gut KP zurück. Das ist auch ganz nett, würde ich sagen. Wunderbar. Das heißt, selbst ein Burn hätten wir damit umgehen können. Also war eine gute Situation, in der wir, denke ich mal, Calyrex benutzt haben, weil wir haben jetzt Coraidon weg. Wir haben Origin Palkia weg, wir haben Origin Dialga weg, wir sind jetzt auf plus 4 Special Attack. Es kann natürlich sein, wie gesagt, dass noch irgendwas da ist, was schneller ist. Ich weiß nicht, ob Traunfugil den Speed Boost bekommt. Das wäre noch ein Problem. Kriegt er den Speed Boost? Ja, er kriegt tatsächlich den Speed Boost. Okay. Und dann ist halt die Frage, ob wir uns den jetzt noch aufheben. Es kommt noch ein Groudon. Hisui Bullshit. Eigentlich muss er ja fast. Nee, er kann Mondgewalt einfach drücken. Er kann halt einfach Mondgewalt klicken. Und hat nicht wirklich Drawback dabei. Ich glaube, wir bleiben einfach drin und gehen auf Astralfragmente. Ich weiß nicht, ob das dumm ist, ob wir uns den noch hätten aufbewahren sollen. Und er kann halt auch noch Terra kristallisieren. Ha, und ich dachte schon, das ist es, aber mir ist erst dann aufgefallen, dass Traumvogel ja dingsen kann. So, dann gehen wir mal in unser Arceus-Stil. Maybe hätten wir das sofort machen sollen, aber ich hatte Angst, dass Spukball irgendwie viel zu viel Damage macht. Das wäre halt dann belastend geworden. Wir gehen, denke ich, einfach mal auf Urteilskraft. Ich weiß, dass das Groudon gut und gerne reinkommen kann, aber das will ich jetzt erstmal so ein bisschen, ne, anditchen. Aber es kommt einfach Typhlosion. Ich sag, auf dem ist Chibbity Chap auch nice. Maybe wäre es die Erdkräfte dann auch gewesen. Frage ist, ist der gescarft? Ich weiß es nicht. Kann es nicht einschätzen, um ehrlich zu sein. Ist auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich Urteilskraft sehe. Ich will auf jeden Fall nicht, dass der mir hier wegstirbt. Deshalb schicke ich jetzt Mopex rein, weil ich glaube, das ist so der letzte Moment, in dem ich Mopex in irgendeiner Form einigermaßen sinnvoll reinwerfen kann. Und weil wir Walschei sind, können wir noch ein bisschen mit Abschlagstuff machen. Es kommt einfach eine Eruption. Okay, dann ist der, glaube ich, schon Walschei. Aber das leben wir ja, Gott sei Dank. Kann ich dann jetzt nicht. Warte mal, dann gehe ich ja jetzt auf die Kehrtwende. Krieg somit nochmal Regenerator, chippe den an und schicke jetzt meinen Eternatus rein, der auch nochmal alles richtig gut abfängt. Und gehe dann auf, ich denke einfach die Matschbombe. Das sollte vollkommen in Ordnung sein. Es kommt weiter in Eruption. Wie viel macht das?
Ja, essen wir ja zum Frühstück auf, Freunde. Und die Sonne ist damit jetzt auch weg. Okay. Okay. Will ich noch Giftspitzen rauslegen? Also, wenn ich ganz auf Nummer sicher gehen will, und das könnte ich wirklich machen, sind die Giftspitzen, glaube ich, hier das sicherste. Weil der kann mir ja gerade nichts, ne? Das heißt, ich würde die wirklich jetzt nochmal zur Sicherheit rauswerfen. Damit ich nicht gegen Fluttermane nochmal genervt werde. Oder von Fluttermane richtig genervt werde. Und dann gehen wir halt jetzt auf die Dynamax-Kanone. Also er wird jetzt nicht in Fluttermane gehen. Der wird einfach weiter angreifen. Genau. Das heißt, wir können den schon mal rausnehmen. Und dann allgemein weiß ich gar nicht, ob der Eternatus rausnehmen kann. Oder wie es da so aussieht. Damit ist Typhlosion weg. Dann muss er jetzt nämlich eigentlich in Groudon gehen. Dagegen kann ich auch nochmal die Dynamax-Kanone drücken. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Er hat halt immer noch nicht Terra kristallisiert. Das gibt mir noch ein bisschen Bedenken, weil Groudon könnte noch Terra kristallisieren. Ich habe halt keinen Bock, dass Groudon jetzt hier einfach setupt. Und dann nochmal mit Rock Polish, also mit einem Steinpolitur-Set mich komplett nochmal überwältigt, weil das kann es tatsächlich wirklich machen. Deshalb greife ich jetzt lieber an, damit er einfach den Damage bekommt, den ich potenziell brauche. Er terrat aber auch hier nicht. Das ist guter Damage. Aha, genau mit so einer Scheiße habe ich nämlich gerechnet. Deshalb dachte ich mir auch, dass die Giftspitzen hier nochmal wichtig sein können. Das ist dann natürlich umso besser, dass die jetzt da sind. Weil der sollte dann jetzt relativ bald sterben. Wir gehen nochmal auf die Dynamax-Kanone. Ich hoffe, es ist kein Fehler. Abgrundsklinge kommt, damit killt er mich. Yep. Ich kann halt da niemanden reinwerfen. Und solange wir Arceus Steel haben, glaube ich, verlieren wir auch nicht gegen Fluttermane. Also ich glaube, dieses Gift. Oh, er hat sogar ein Leben. Ob ich glaube, stirbt er jetzt sogar ein Poison? Oh, wie lecker. Das ist natürlich bombastisch für uns. Das ist sehr gut. Also die Giftspitzen waren jetzt auf jeden Fall nochmal ein crucial thing. Weil ich glaube, der ist gelockt wahrscheinlich auf seinem Fluttermane, also Wahlglas zusammen in der Sonne, weil das halt einfach miese Brise böllert. Aber ich glaube, das Ding sollte verloren haben. Wir haben noch Wahlschein Mopex. Ich bezweifle, dass der den outspeeden kann, um ehrlich zu sein. Aber wenn der sich jetzt auf Spukball lockt, also wenn er gelockt ist, dann ist mir das auch eigentlich alles egal, um ehrlich zu sein. So, und er. Ah ja, stimmt, der kann noch Terran. Oh, das habe ich nicht bedacht. Kann ihn das noch retten? Wird er jetzt zu Feuer? Kann der Magical Fire? Okay, nee, es wird zu Monofee. Aber wir sind Spedef Arceus Steel. Ich glaube, auch das überleben wir noch ganz gut. Ja, kommt eine Mondgeweiht. Die wird jetzt schon ordentlich zwiebeln. So ist nicht. Auch wenn das resisted ist. Oh, never mind! Das habe ich ja aufgegessen zum Frühstück. Gibt's noch mal ein bisschen Urteilskraft. Und damit ist es GG. War sogar ein Crit. Ach du heilige Kacke, aber das hätten wir eh gewonnen. War ein nices Match. Das Team ist sehr gut aufgegangen. Miraidon hat zwar nicht einmal das Feld betreten, dafür hat Calyrex mal wieder gezeigt, warum das Viech broken ist. Ich hoffe, euch hat der Kampf Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann und ciao. Bye, bye.